Hallo Leute, heute machen wir eine Server-Review. Der Server heißt Inside Mine. Der Server hat 300 Slots. Die IP machen wir nachher in die Beschreibung. Ja, der Server hat Admins, Supermods, Moderatoren, Super-VIPs, VIPs und Member. Ich zum Beispiel bin jetzt Super-VIP, mein Freund DJ ist Member. Und Super-VIP wie man ab einer Spende von 30 Euro und VIP ab einer Spende von 10 Euro. Also wir wollten euch heute den Server vorstellen, der ist sehr empfehlenswert und sehr toll. Also hier ist leider irgendwie, also wie ich finde, viel zu wenig. Der ist echt super toll, gute Leistung, alles perfekt. Also demnächst, wenn ihr rein sollt und macht, also wenn ihr neu seid, macht am besten, also müsst ihr machen, set Passwort. Also jetzt, das Passwort soll jetzt bedeuten euer Passwort. Und dann müsst ihr halt euer Passwort nochmal wiederholen. Zweitwegen Passwort. So, wenn ihr das jetzt gemacht habt, dann müsst ihr eben Login, Passwort. Und dieses Passwort solltet ihr euch merken, weil ihr das immer, wenn ihr euch einloggt, müsst ihr das hier eingeben. So, also. Hier ist jetzt mal ein Spawnhäuschen. Hier ist ein weißes Brett, da steht immer die News und Ankündigung. Man kann es auch per News ein, also / News abrufen. Da steht dann immer alles Neue. Ja, also. Hier hinten stehen noch Lehrer. Das geht über unseren TS3-Channel. Die IP findet ihr auf unserer Website. Die heißt www.inside-mine.de. Und ja, die bringen heute halt meinetwegen jetzt Blackzone, der ist auch ein Moderator. Der bringt euch jetzt was über kreatives Bauen bei. Und Covid-Sikibus bringt euch was über Redstone bei. So, also dieser Server hat echt eine tolle City. Ist alles in kurzer Zeit aufgebaut worden, also haben sich echt viel Mühe zugegeben und wir, also jetzt für die Neuen, gehen wir jetzt mal zu Warp-Hilfe. Da solltet ihr hingehen, wenn ihr wirklich noch nie auf dem Server wart und also auch so, weil hier immer die Regeln stehen und hier kann man sehen, dass es ein Farbleitsystem gibt. Hier zum Beispiel findet ihr den besten, also hier wird euch alles erklärt, was ihr wissen solltet, wenn ihr noch nichts weißt, wenn ihr noch nichts wisst. Hier hinten sieht man meinetwegen das Main-Gebiet, also hier kann man zum Beispiel die Mall sehen, also nicht schlecht, ups, Mist. Da sieht man jetzt die Mall, da drin kann man halt User-Shops öffnen, die kosten, hier die kosten nichts, ihr müsst bloß Miete bezahlen und eben ihr bekommt so einen Shop bei Bewerbung. Es werden also schon, es hat eine begrenzte Anzahl an Shop bei und also nicht wundern, hier leckt es drin, weil hier so viel Wasser und alles voll ist mit Lava. Also hier sind jetzt meinetwegen noch 2-3 Shops frei und die könnt ihr euch halt erwerben. So, also erst solltet ihr 500 DM haben. Mit Money kann man sehen, wie viel Geld man hat. Ich habe jetzt 30.000 DM und wenn ihr dann 500 DM habt, wie jetzt überhaupt Neubaugebiet, das wird auch noch alles da eben bei Warp-Hilfe erklärt. Oh, da geht's in den Schrank wieder. Bau. Hier. Gebiet und hä? Hast du gestoppt? Bau, Gebiet, nein Max. Achso, doch, jetzt. Hier. Auf jeden Fall hier ist dann mein Ding jetzt, wenn ein freies GS wird gekennzeichnet durch 2 Steine. Und da ist ein Schild drauf mit / Airby, halt der Region Name. Und eben, wie viel die Region kostet. So. Geld bekommt ihr meinetwegen bei Abbauen, bei Warp Mine oder Warp Wald. Also bei Warp Mine könnt ihr nur hier am Spawn-Bereich nicht abbauen. Ich glaube, das ist ein Umkreis von 20 Blöcken. Aber wenn ihr eben weiter weg seid, könnt ihr hier nach Belieben alles abbauen und dann eben bei Warp Bank verkaufen. Wir haben jetzt hier 8 Erde gefarmt und jetzt war nicht viel Geld, aber schon mal etwas. Hier zum Beispiel jetzt die 64 Holz, die wir vom / Kit Starter haben. Das ist ein Starter-Kit mit Eisen, Spitzhacke, Eisenachs und Eisenschaufel und halt Stack Holz. Das Holz könnt ihr dann hier meinetwegen verkaufen. Jetzt habt ihr 15 DM bekommen. Wenn ihr davon eben 500 habt, bekommt ihr ein GS. Also wir wollen euch jetzt mal alles mögliche zeichnen, alles Gute. Und ja, der Server ist auf jeden Fall schon mal empfehlenswert. Einfach, er hat zwar 300 Slots, passen genug drauf, ausreichende Leistung hat er auch. Bloß, ich finde, sind sie relativ wenig. Also, da könnten wir mehr. Also, was noch toll an dem Server ist, ihr könnt überhaupt Eventwelt machen. Wir haben das Plugin namens Hunger Games hier.
für Hunger Games gebt ihr dann SG Join ein. Und wenn ihr dann eben mitspielen wollt, müsst ihr hier auf dieses Schild klicken. Das mache ich natürlich nicht, weil ich es jetzt nicht will. So, hier unten ist jetzt eben die Map. Und weil ich das nicht will, mache ich es jetzt einfach nicht. Und dann müsst ihr einfach SG Join machen. Dann seid ihr halt hier immer und dann das klicken. Und wenn ihr dann da seid, steht hier auch nochmal, müsst ihr, wo steht's, hier SG Vote machen. Wenn ihr das gemacht habt, ist das Spiel, also fängt das Spiel an. Ich glaube, ihr wisst alle, was Hunger Games sind. Also, Super VIPs bekommen eigene Warps. Meinetwegen jetzt, ich heiße jetzt irgendwie ein Vikan, macht ihr einen Vikan, dann habt ihr jetzt euren eigenen Warp hier. Die Super VIP GS sind 90 mal 90, VIP GS sind 40 mal 40 und Member GS 20 mal 20. Es gibt natürlich auch ein VIP-Gebiet, da bekommt aber ihr nicht den Warp, also einen eigenen Warp, sondern habt einen Warp VIP. Also ihr könnt euch auch Home setzen mit Slash Home und dann eben den Namen, den ihr wollt. Na, ich will jetzt das, ich habe jetzt, oh ja. Und entfernen konnte ich es natürlich auch mit eben RM, H, also Home, oh Mist. RM Home und dann den Namen, also jetzt irgendwie Hafen, wie ist das ja. So, dann habt ihr den weg. Und dann könnt ihr euch immer halt eben mit Home und dann den Namen könnt ihr da immer hin. Man ging jetzt Home, da habe ich jetzt einen Homepunkt für ihn gesetzt. So. Das nächste, was ich euch zeigen möchte, ist eben Warp Warps. Also es geht so, Warp Warps. Hier habt ihr alle Warps aufgelistet, die ihr noch braucht. Also ihr könnt mal meinetwegen erkunden, was ihr noch braucht. Ja, Warp White Castle, da könnt ihr auch Grundstücke bekommen. Entschuldigung. White Castle. Also hier bekommt ihr auch Grundstücke. Allerdings müsst ihr euch da an White Wolf 86 im Forum erstmal, also ihr müsst euch an White Wolf 68 wenden und im Forum die Bauregeln durchlesen. Hier sind auch nochmal erstmal die meisten Bauregeln, die es hier gibt. Also hier unten sind dann meinetwegen die Grundstücke. Die sind auch 20 mal 20. Also Gott hat nun auch VIPs und Super VIPs. Dann könnt ihr halt nicht sterben und ihr verbraucht kein Essen. Also, hier sind Grundstücke, die bekommt ihr auch. Ich finde das hier eigentlich am schönsten mit, weil das hier alles so alt gebaut ist. Also, mir gefällt es sehr gut. Also, das nächste, wo auch noch sehr viele Events stattfinden, ist Warp Arena. Hier sind, also die ist relativ groß, ich finde die richtig gut. Von innen zumindest. Ja, hier, also wie man sieht, richtig groß. Entschuldigung wegen der Sichtweite, aber sonst leckt es eben zu sehr bei der Aufnahme. Ja, also hier werden dann meistens, wenn die Events sind, dann kommen hier überall Mobs raus. Also das ist hier überall. Irgendwie mit einer Glocke oder so wird das dann gemacht. Letztens war ein Event, da wurden Enderdrachen gemacht. Da war natürlich cool, da hat man sehr viel Experience bekommen. Meistens, wenn man Endermans tötet, also ihr bekommt eben Geschenkkisten, wenn ihr das Event gewinnt. Da sind meinetwegen mal Spawn-Eier oder sowas drin, was man halt ruhig mal gebrauchen könnte. Also, da kommen wir wieder zu Warps. Ja, leckt jetzt gerade etwas, weil ich eine relativ schlechte Internetverbindung habe. Ja. Hier sieht man eben auch Warp Wald. Habe, glaube ich, eben vergessen zu sagen, dass man hier auch abbauen kann, um eben Geld zu farmen. Hier aber es gibt zwei Förster, einmal Logitech und einmal Arti-Aaron. Die werden halt immer. Also das Zeug nachpflanzen, das nicht nachpflanzen hat, aber es ist Regel nachzupflanzen. Wer das nicht tut, wird gekickt. Und im schlimmsten Fall, wenn man wirklich richtig oft gemacht hat, gebannt. Also besser nachpflanzen ist empfehlenswert. Also weiter geht's. Ihr könnt dort auch into City. Das ist halt mit Warp. Dom ist jetzt mal ein naher City Warp. Hier ist ein Rathaus, eine Kathedrale,
EVN richtig gut gebaut ist. Auch, also ich finde die richtig gut. Ja. Das war's soweit zu City. Ach nee, es gibt auch noch ein Kino. Also Warp Kino. Ach, Cinema hieß es ja. Hier ist halt das Inside Cinema. Hier werden. Es ist halt kein richtiges Kino. Hier ist einfach bloß, glaube ich, zur Veranschaulichung. Oder vielleicht werden hier noch ein paar Plugins oder sowas installiert, damit das vielleicht funktioniert. Auf jeden Fall, ich zeige euch jetzt mal die Internetseite. Also, jetzt gibt ihr www.inside-mein.de ein. Das ist hier halt eben das Forum und alles mehr, also Forum. Man, hier könnt ihr Beschwerden reinschreiben, hier stehen auch nochmal die Regeln, Umfragen und Projekte. Hier zum Beispiel seht ihr auch nochmal die Regeln für White Castle. Wo genau weiß ich jetzt nicht, aber irgendwo bestimmt bei Projekten. Also, dann gibt es noch eine Live-Map. Hier, die könnt ihr euch anschauen und zum Beispiel wissen, wie euer... Hä? Bitte? Okay, es gibt jetzt gerade ein paar Probleme. Ja, naja, anscheinend geht's gerade nicht, aber... Egal, da sieht man eben die Live-Map und da könnt ihr euch sehen, wo alles ist. Hier sind auch nochmal die Regeln aufgelistet, ganz ausführlich. Ihr könnt euch auch registrieren. Das heißt, jemand will jetzt abmelden. So, dann könnt ihr euch hier registrieren. Dann müsst ihr vorher aber eine Anmeldung machen. Und ja, das war es soweit mit der Servervorstellung. Hier ist nochmal die IP, die werde ich auch noch in die Videobeschreibung reinpacken. Und die TS3 IP steht hier auch dabei. Dazu muss man sich aber anmelden. So. Hier, wenn ihr angemeldet seid, seht ihr nochmal die IP eben. Facebook haben wir auch und hier ist dann TeamSpeak-Kanal. Mit der IP und mit dem Passwort, das werde ich aber gleich zensieren, weil ihr das erst sehen müsst, also sehen könnt, wenn ihr angemeldet seid. So, das war's mit der Servervorstellung. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns. Ciao, Leute.